Selene erwachte am nächsten Morgen, als das Licht durch die offen stehenden Fensterläden fiel. Irgendetwas kam ihr im Halbschlaf nicht richtig vor, und während sie langsam zu sich kam, stellte sie fest, dass Gareth nicht mehr neben ihr lag. Gareth? Ein aufgeregtes Kratzen und Mauzen an der Tür antwortete ihr. Selene hob verschlafen den Kopf. Mina? Einen Moment, ich lass dich ja gleich rein. Als sie Mina geöffnet hatte, huschte die Katze schnell zwischen ihre Beine, schmiegte sich eng an sie. Und vor Selenes innerem Auge spielte sich eine Szene ab. Gareth, wie er hinausschlich, wie er das Band unter der Bruche versteckte. Ein Stich durchfuhr Selenes Herz. Sie wollte nicht glauben, dass Mina ihr die Wahrheit zeigte. Dann ging die Szene weiter. Wieder Gareth, wie er Alvinia traf, wie sie von ihm das Band verlangte und er schließlich gequält zu Boden sank. Selene war starr, unfähig, sich zu bewegen, bis Gareths reglose Gestalt von dem Luftwirbel immer weiter in die Höhe getragen wurde und Alvinia letztlich mit ihm verschwunden war. Sprachlos starrte Selene auf Mina. Ich muss den anderen Bescheid geben, aber verdammt, wie soll ich das erklären? Selene warf einen nachdenklichen Blick auf Gareths Zeug, das noch in dem Raum stand. Ich kann doch nicht sagen, dass du das gesehen hast. Ich muss sagen, ich habe es gesehen. Ich habe gehört, wie er in der Nacht aufgestanden ist und bin ihm gefolgt. Und habe gesehen, wie er entführt wurde. Hoffen wir, dass das gut geht. Dieses Drecksstück! Was fällt der rein Gareth einfach zu rennführen? Sie wollte also das Band! Zunächst einmal sollten wir uns beruhigen und vernünftig nachdenken, meinte Jerome mit einem scharfen Blick auf Hagwan. Und das geht am besten in einer Bibliothek. Ach, leck mich doch! Wie sollen wir Gareth denn bitte schon in einer Bibliothek helfen können? Indem man nachdenkt und mithilfe des Intellekts logische Schlüsse zieht. Wir brauchen Informationen zu Hexen in der Nähe. Vertraut mir. Seine Stimme wurde eine Spur geheimnisvoller. Ich kenne mich mit Hexen aus. Selene zog unwillkürlich eine Augenbraue in die Höhe. Und ich weiß auch schon eine Dame, die für mich in einer Bibliothek suchen kann. Jerome umklammerte seine Umhängetasche, in der er den Spiegel aufbewahrte, und sein Gesicht zeugte davon, wie begeistert er von seiner eigenen Brillanz war. Entschuldigt mich, ich habe eine Verabredung. Er stand auf und machte Anstalten, Hagwas Zimmer, in dem sie saßen, zu verlassen. Und danach versuchen wir in der Stadt alles über diese Alvine herauszufinden, was möglich ist. Nachdem Jerome also Valeria damit beauftragt hatte, nach Texten zu suchen, über Hexen im Tifusener Umland, die Raya-Fessel und was diese Hexen mit einer Raya-Fessel tun könnten, zogen sie durch die Stadt. Doch ihre Suche offenbarte sich bald als informationsarm. Sie trafen zwar eine fluchende Ippolita an, die von Alvinia für ihre Leibwächterdienste nicht bezahlt worden war, doch andere Informationen hatte sie nicht. Nach stundenlanger Suche fanden sie auch endlich Alvinias Pferd auf einer Koppel, doch auch dieses brachte nicht viel hervor. Sie bemühten sich, einen großen Bogen um jeden Raya-Geweihten zu schlagen, denn diese waren in vollem Aufruhr über den inzwischen offiziell bemerkten Verlust der Raya-Fessel. Eigentlich lief es immer gleich. Jerome schleppte sich hier oder dorthin und begann dann elendig lange und schlauchende Gespräche mit den Leuten, in denen er die verschiedensten Dinge erfand und auftischte, ohne dass am Ende eine sinnvolle Information für sie dabei war. Nun gut, dann gehen wir als nächstes die Hänse durch. Und wenn wir Glück haben, dann hat schon jemand von ihnen mit Alvinia gehandelt und weiß, wo sie herkommt. Nein! Hagwa hatte langsam von diesem aufgeblasenen Möchtegern die Schnauze voll. Selene hatte vorhin eine gute Idee. Wir sollten dorthin zurückgehen, wo er entführt wurde, und schauen, ob wir irgendeinen Hinweis finden. Geh du allein zu deinen Händlern! Missbilligend betrachtete Jerome Hagwa von oben bis unten. Nun gut, ihr seid sowieso eher lästig als brauchbar. Nichts für ungut, Hagwa, aber es ist ein hartes Stück Arbeit, einen normalen Bürger verständlich zu machen, warum ein feiner Herr wie ich mit jemandem wie dir unterwegs ist. Selene und Hagwa konnten allerdings auch an dem eigentlichen Tatort nichts finden. Mina erinnerte sich zwar noch an die grobe Richtung, doch ins Blaue aufzubrechen war zu vage. Also ging sie am späten Nachmittag zurück zum Raya-Tempel, in der Hoffnung, dass Jeromes großes Mundwerk mehr hervorgebracht hatte. Doch als sie den Raya-Tempel erreichten, stutzten sie. Eine ganze Handvoll Stadtwachen stand vor dem Tempel und bewachte den Eingang. Hagwa ging auf einen der Wachen zu.
Redo, was ist hier los? Wir holen einen Dieb ab. Gorrit? Er ist hier? Was meint... Gorrit! Ohne die Wache weiter zu beachten, stürmte Hakwa schnellen Schrittes in den Raya-Tempel. Gorrit! Selene eilte ihr vorsichtig hinterher. Gorrit! Alle Blicke der hier Anwesenden richteten sich auf die riesige, barbarisch wirkende Frau, die unverständlicherweise im Tifusener Raya-Tempel laut den Namen der mittelreichischen Hauptstadt schrie. Peinlich berührt hielt Selene sich im Hintergrund. Und während sie sich an den Rand schob, fiel ihr Blick ein blondes Mädchen, das sich mit verweintem Blick in die Ecke drückte. Selene starrte sie an, ohne es zu beabsichtigen, bis das höchstens 14-jährige Mädchen sie bemerkte und sich von ihr vordrehte. Dieses Kleid, Selene kannte es aus einem ihrer Träume, keinen schönen Traum. Es war Schmerz dabei gewesen. Jemand hatte sie überwältigt. Wachen liefen an Selene vorbei und führten einen jungen Mann mit hellen blonden Haaren ab. Doch Selene reichte ein kurzer Blick auf sein Gesicht, um zu wissen, dass es nicht Gareth war. Dennoch, der Junge sah ihm tatsächlich verdammt ähnlich. Das junge Mädchen folgte ihnen im sicheren Abstand. Selene suchte Hakwa und fand sie im Gespräch mit Zulwa. Ja, das geschieht natürlich nicht in Rayas Absicht, aber es ist die Methode der Wachen. Ich bin mir aber sicher, dass der junge Mann bald gestehen wird und wir die Raya-Fessel wiedererhalten. Und wenn er es gar nicht war? Doch, Hakwa, er war es. Unser Stallbursche hat ihn erkannt. Und der Junge ist kein Unbekannter für die Wache. Er hat schon öfters gestohlen. Nur diesmal ist er wirklich zu weit gegangen. Hakwas Blick war düster, als sie sich von Zulwa abwandte und Selene mit sich nach draußen zog. Das ist nicht Gareth und damit ist er unschuldig. Wir können doch nicht... Bin ja schon am Überlegen, Selene. Draußen angelangt sahen sie noch den Zug von fast einem Dutzend Soldaten, die den armen Burschen abführten, der das Pech hatte, Gareth so ähnlich zu sehen. Wieder fiel ihr Blick auf das verzweifelte Mädchen, welches unsicher den Soldatenzug hinterher sah. Tränen kullerten über ihr Gesicht. Selenes Blick wanderte die lange Straße entlang, bis dieser auf Jeromes Gestalt traf. Hakwa, ich habe eine Idee. Tu mir bitte einen Gefallen. Siehst du das weinende Mädchen? Kümmere dich bitte um sie, bis ich wieder da bin. Warum? Ich glaube, sie gehört zu dem Jungen, den sie gefangen genommen haben. Ha. Danke, Hakwa. Setzte Selene noch hinterher, während sie schon halb auf dem Sprung war. So schnell sie konnte, rannte sie zu Jerome. Für irgendetwas muss ein adliger Trottel mit seinem Titel doch gut sein. Hakwa wusste zwar nicht recht, warum genau sie es tat, aber sie wollte Selene ihre Bitte erfüllen. Schnurstracks marschierte sie auf das kleine Mädchen zu, bis diese schließlich auf Hakwa aufmerksam wurde und angsterfüllt vor ihr zurückwich. Bleib stehen! Noch ein, zwei schnelle Schritte und sie konnte das Mädchen am Arm packen. Wer bist du? Panik mischte sich unter ihr Schluchzen. Hakwa merkte, wie die Kleine zitterte und besann sich dann. Sie ließ das Mädchen los und streckte ihr mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht die Hand entgegen. Hakwa! Sie erhielt keine Antwort. Ist der blonde Kerl dein Freund? Mein Bruder. Eran. Hör zu, ich lade dich zum Essen ein. Was willst du? Zuallererst will ich etwas essen. Als Selene und Jerome zurückkamen, warteten Hakwa und das blonde Mädchen auf Hakwas Zimmer. Jerome warf dem Mädchen einen großspurigen Blick zu und baute sich vor ihr auf. Aha. Hör zu, Mädchen. Ich stehe mit meinem guten Namen von Schiefertrutz für deinen Bruder ein. Also lasst euch Folgendes gesagt sein. Ihr werdet nie mehr etwas klauen oder anderweitig unangenehm auffallen. Oder ich kümmere mich persönlich um eure Exekution. Jetzt lass sie in Ruhe. Selene schob sich dazwischen und ergriff die Hand von dem verschreckten Mädchen. Hör nicht auf ihn. Magst du kurz mitkommen? Dann erkläre ich dir, was los ist. Sie streckte ihr freundlich die Hand entgegen. Ich bin Selene. Nella Westphal. Aber beeilt euch. Wir müssen uns noch besprechen, was wir jetzt machen. Sie bogen in Selene und Gareths Zimmer ein. Selene schloss hinter ihnen die Tür. Setz dich doch bitte kurz. Sie deutete auf das mit rotem Samt bezogene Sofa. Unser Freund hat das Band geklaut, nicht Eran. Wir haben mit dem Wachhauptmann geredet und Jerome konnte ihn davon überzeugen, dass er unschuldig ist. Sie haben ihn freigelassen? Nein, noch nicht. Aber wir suchen unseren Freund und dann können wir auch das Band wieder zurückgeben. Nein, nein, nein! Nella wurde panisch, als wäre es keineswegs eine gute Nachricht gewesen. Es wird alles wieder gut. Sie werden ihn nicht foltern oder ihm anderweitig schaden. Aber Nella saß nur da, schüttelte verzweifelt den Kopf und wieder stiegen ihr Tränen in die Augen.
Selene versuchte mehr von ihr zu erfahren, doch sie war viel zu aufgelöst und brachte keinen sinnvollen Satz mehr hervor. Irgendwann hatte Selene genug. Während Nella immer noch völlig nervös mit dem Kopf schüttelte, konzentrierte Selene sich auf sie, um mit Hilfe eines Zaubers ihre Gedanken für einen kurzen Moment sehen zu können. Und was sie sah, war eine Mixtur aus wilden Gedanken. Sie brauchte Geld, dringend. Nicht für sich, sondern für ihre kranke Mutter. Nella hatte Angst davor, sich wieder selbst in einer dunklen Gasse verkaufen zu müssen, und sie wusste nicht, wie sie ohne Eran ganz allein für ihre Mutter sorgen sollte. Dann waren die wirren Gedanken fort, und Selene atmete tief durch. Mit dem Wissen von Nellas Problemen fiel es Selene leichter, ein Geständnis aus ihr herauszukitzeln. Hör zu, ich hab da noch was. Selene ging zu ihrem Kram herüber und füllte schnell etwas Trashbadpulver und Wasser in ein Gefäß und nutzte die Zeit, sich auf einen Zauber einzustimmen. Mit dem Rücken Nella zugewandt, fügte sie dann heimlich ihre verzauberte Spucke hinzu, die heilende Kraft besaß. Schließlich gab sie das Fläschlein Nella. Ungläubig starrte diese sie an. Warum hilfst du mir? Weil ich Heilerin bin und jedem helfen will, dem es nicht gut geht. Nella ließ die Worte auf sich wirken und dann stahl sie zum allerersten Mal ein Lächeln auf ihr Gesicht. Es war ein schönes, freies Lächeln. Es war ein irgendwie sehr bekanntes Lächeln. Selenes Herz hüpfte für einen kurzen Augenblick, als es sie an Gareth erinnerte. Nun, wir müssen dann los. Gib deiner Mutter jeden Tag ein wenig davon. Ich wünsche dir alles Gute. Nachdem sie Nella fortgeschickt hatte, eilte sie zurück zu Jerome und Hakwa. Jerome schaute von seinem Spiegel zu ihr auf. Sie ist dann da, Valeria. Du könntest uns nun erzählen, was du herausgefunden hast. Ich habe eine Verbindung gefunden zwischen Hexen und dieser Fessel. Selene setzte sich zu Hakwa auf das Bett. Ich lese euch das mal vor. Und zwar handelt es sich um die Legende von Leftan und Satuaria. Meriban aber, die man aus der Firun-Legende kennt, hatte einen Bruder, der in derselben Stunde wie sie geboren war und der auf den Namen Kapla hörte. Als Raya Kapla erblickte, da glaubte sie, sie blicke in einen Spiegel, so schön war er anzuschauen. Und Raya erlaubte dem jungen Mann, ihr Lager zu teilen. Da die Liebliche aber die Lasten der Kindstracht nicht auf sich nehmen mochte, hieß sie Kapla, ihren Sohn auszutragen, und gab diesem, als er geboren war, den Namen Leftan. Leftan war seiner Mutter und seinem Vater an Schönheit gleich. Alle Frauen der Menschen und manch eine Unsterbliche sehnten sich nach ihm. Nur Satuaria, die aus dem Ei geborene, war ihm nicht zu Willen und spottete seiner. Da überwältigte Leftan sie heimlich in einer mondlosen Effortnacht und band sie mit einer Zauberfessel, die er sich von der Göttin Hesinde erbeten hatte, und bezwang sie auf diese Weise. Satuaria aber rächte sich an den Frevler, indem sie ihn in einen großen Widder verwandelte, für alle Zeiten. So steht Leftan Tag um Tag auf einer trockenen Wiese, dürres Stroh und scharfe Kräuter wiederkäunt. Einzig in den Effortnächten vermag Leftan die Fessel seines Fluches zu lockern. Dann nimmt er die Gestalt des gehörnten, brünstigen Mannwidders an und macht Jagd auf schöne Maiden, vor allem aber auf die Hexen der nördlichen Wälder. Von Satuaria, der Göttin der Hexen selbst, wird gesagt, dass sie später oft bereute, was sie Leftan angetan hat, denn Liebe und Hass durchdringen sie, wenn sie an ihren Bezwinger denkt. Wenn aber die Liebe obsiegt und die Göttin in Leftans Arme treibt, dann begegnet sie dem grässlichen Tiermenschen und muss ihn in dieser Gestalt ertragen. Die Verwandlung zurückzunehmen, um sich selbst zu schonen, will auch der Göttin nicht gelingen. Und als wirke eine mystische Kraft, vermögen sich die Hexen Leftans Zauber kaum zu entziehen, sondern suchen seine Nähe. In den Effortnächten drehen sich auf manchen versteckten Tanzplatz die Hexen in wildern Reigen, ekstatisch, orgiastisch und in tiefer Trance verfangen. Mit ihnen drehen sich Lefchi, Biestinger und andere Waldwesen, huldigen ihrem unheiligen Herrn. Ich glaube, eure Raya-Fessel ist nicht nur irgendein geweihtes Band.
Ich glaube, dass sie vielleicht Hesindes Werk ist. Ein göttliches Artefakt, das sie Leftan geschenkt hatte. An anderer Stelle wird dessen Funktionsweise nämlich sehr ähnlich zu dem beschrieben, was du mir darüber erzählt hast, Jerome. Sie steigert die Empfindsamkeit in ekstatische Höhen. Und wegen eurem Freund. Im Reisebericht der Hexe Tinka Bramstetter habe ich die Beschreibung eines Hexenrituals gelesen. Oder man nennt es gleich Dämonenbeschwörung, was es vielleicht sogar besser trifft. Adana von Birkenquell zeichnete einen neuen Beschwörungskreis, auf dem sie schwarze Rosen und blutrote Kerzen verteilte. Nach einiger Zeit erschien Ugo mit einem nackten Jüngling. Der Bursche war erst knapp der Kindheit entwachsen und auf seinen Wangen zeigte sich kaum der erste Flaum. Aus großen, ängstlichen Augen betrachtete er die wilden Weiber, und nur die Knute, mit der ihn der Verwalter antrieb, brachte ihn dazu, den Raum zu betreten. Die Hausherrin trat auf den Jungen zu und liebkoste ihn mit ihren langen Fingernägeln, und feine Blutfäden erschienen auf dem weißen Leib. Die Lippe des Jünglings zitterte, während er sich bemühte, auf den Boden zu starren. Sie zwang ihm einen Pokal auf, den er unter ihrem strengen Blick in hastigen Schlucken leerte. Danach ließ er sich willenlos in den Beschwörungskreis führen, wo er sich auf ihr Geheiß in die Mitte hockte. Die Frauen begannen ihren Beschwörungsgesang, und alle, die nicht völlig berauscht waren, schlossen sich enger um den Kreis. Auch ich konnte meine Augen kaum von dem Schauspiel abwenden. Mit einem Mal hielt die Beschwörerin einen Dolch in der Hand, der blitzschnell ins Herz des Jungen stieß. Rotes Blut sprudelte aus dem weißen Leib und nässte den Boden. Adana fing es mit den Händen auf und verteilte es über ihren nackten Körper. Eine disharmonische Musik erschallte, und inmitten des Kreises erschien ein übermannsgroßer, viergehörnter Mann wieder. Jungfräulichkeit ist nicht selten die Voraussetzung für ein derartiges Opfer. Und das ist das Einzige, das mir einfällt, wofür diese Hexe euren Freund brauchen könnte. Das dürfen sie nicht mit Gorit machen! Ich hock diese Mistweiber in Stücke! Hakwa stand ihre erschrockene Empörung ins Gesicht geschrieben. Selene konnte gar nichts dazu sagen. Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Wir müssen sie finden, verdammt nochmal! Aber wo sollen wir nur nach ihr suchen? Da weiß natürlich ich einen Rat, meine Damen. Wie ihr wusstet, habe ich in der Stadt ermittelt und fand einen Händler vor, der eben jene Alvinia von früheren Geschäften kannte und wusste, dass diese wohl aus Rockwell kommen mochte. Rockwell? Ein kleines Dorf in Rohrwett, etwa 2 Tagesreisen von hier entfernt. Selbstverständlich weiß ich, wie man dorthin gelangt. Dann brechen wir sofort auf. Was? Jetzt schon? Klar. Selene, hol dein Zeug und mach auch Gareths Kram fertig. Ich bin der Meinung, wir sollten... Jerome, du hältst jetzt den Mund und packst. Hakwa ließ keine Widerrede zu und Selene tat gut daran, möglichst schnell in ihr eigenes Zimmer zu kommen und der Diskussion zwischen Jerome und Hakwa aus dem Weg zu gehen. Als sie mit Packen fertig war, waren ihre Pferde bereits aus dem Stall geholt und standen bereit. Also hatten Hakwas Muskeln über Jeromes Köpfchen gesiegt. Natürlich bedeutete dies nicht, dass Jerome nachgegeben hätte. Während sie unterwegs waren, jammerte Jerome fleißig weiter. Besonders darüber, dass es jeden Moment dunkel werden dürfte und sie nun wenigstens noch die Gelegenheit hatten, die Nacht in einem Haus zu verbringen. Letztlich waren es allerdings seine nicht unberechtigten Argumente, die Hakwa weich werden ließen. Warum sollte sie ihre Schößlinge nachts im Gebirge in Gefahr bringen, wenn sie auch einfach in einem der Dörfer schlafen konnten? Also hielten sie am nächsten Dorf an. Und Jerome organisierte ihnen bei den Bauern Schlafplätze. Während Jerome noch ein eigenes Zimmer für sich aushandeln konnte, durften Hakwa und Selene auf dem Heuboden übernachten. Dieser verwöhnte Hosenscheiße, meckerte Hakwa, während sie ihr Schlaflager aufschlug. Selene kraulte Mina und verkniff sich ein Schmunzeln. Ohne ihn wüssten wir aber gar nicht, wo wir hin müssen. Ja, ja, wie auch immer. Dann schlaf gut, Selene. Wir müssen morgen weit kommen.
Die Wände von Jeromes Zimmer waren eindeutig zu hellhörig, um ungestört mit Valeria reden zu können. Und so verzog er sich in den Stall und nahm seinen eh schon verschmutzten Rucksack als Unterlage mit, um nicht selbst direkt im Stallmist sitzen zu müssen. Er kauerte sich in eine Ecke, stellte seine Laterne neben sich und zog den Spiegel hervor. Er wartete eine Weile, bis plötzlich im Spiegel vollkommene Dunkelheit war. Jerome! Valeria! Ich habe wahrscheinlich nicht viel Zeit. Sie sind da. Sie suchen nach mir. Ihre Stimme zeugte von Panik. Ich kann sie immer wieder hören. Jerome versuchte irgendetwas zu erkennen, doch scheinbar hielt sie sich in Dunkelheit auf. Wo bist du? Ich habe mich hier in der Bibliothek versteckt, in einem kleinen Verschlag. Noch haben sie mich nicht gefunden, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ich komme zu dir. Ich weiß nur noch nicht, wie schnell ich... Du darfst nicht herkommen, unter keinen Umständen. Ich habe sie reden hören. Sie suchen gleichzeitig nach dir. Sie sind auf den Fersen. Sie wussten, dass du von Lowang nach Tiefhusen bist und wer weiß, wann sie da sind. Wir sind nicht mehr in Tiefhusen. Du brauchst dir um mich also keine Sorgen machen. Hör zu, ich werde Hakwa sagen, dass deine Rettung gerade etwas dringlicher ist, als diesen Gare zu retten. Und wir brechen so schnell es geht auf. Hörst du mir überhaupt zu? Du sollst nicht hierher kommen. Lass dich nicht auch noch ködern. Jerome verdrehte die Augen. Natürlich wusste er, was sie vorhatten. Sie stritten sicherlich über eine Stunde miteinander, da keiner von seiner Position abrücken wollte. Schließlich beschloss Jerome, ihr zu zeigen, wer der Klügere war, und legte den Spiegel einfach weg. Mit einem genervten Seufzer saß er da und dachte nach. Dachte eine ganze Weile nach, bis ihm bewusst wurde, dass er immer noch im Dreck saß. Also verließ er die Scheune, um vor dem Eingang auf die Tochter der Bauernfamilie zu stoßen. Mein Herr, Wolltest du mich belauschen, Börsel? Nein, mein Herr, sicher nicht. Ich habe nur nach euch gesucht. Das Mädchen wirkte nervös. Im Haus wartet eine Dame auf euch. Jerome zog eine Augenbraue hoch. Was? Er wollte gerade fragen, ob Bösel Selene oder Hakwa meinte, als die Bauerntochter von allein weiterredete. Sie ist eben angekommen und hat nach euch gefragt. Meine Mutter hat sie auf euer Zimmer geschickt. In Jeromes Kopf ratterte es. Wie sah sie aus? Sicher adlig, mein Herr, so wie ihr. Sie trägt sehr feine Kleidung und sie ist blond, so wie ihr. Jerome erschrak und alles andere geschah aus dem Affekt. Börsel, hier! Jerome holte aus seiner Umhängetasche den Spiegel und schob ihn tief in den Rucksack hinein, den er zum Sitzen mitgenommen hatte. Dann kramte er aus seiner Umhängetasche Zettel und Kohlestift. Börsel, hör gut zu! Bring den Rucksack bitte auf den Heuboden zu meinen Begleitern und lege ihnen diesen Brief mit hin. Tust du das für mich? Ja, sicher, mein Herr. Er lächelte sie charismatisch an. Jerome, meine Liebe, für dich bin ich Jerome. Dann ließ Jerome das Mädchen zurück und ging wieder in das Haus. Er betrat sein Zimmer. Eine kleine Laterne brannte und warf ihr Licht auf eine wohlbekannte Gestalt. Hallo, Jerome. Jerome schloss hinter sich die Tür.